Ja, herzlich willkommen zum Bonusvideo. Wir haben hier jetzt mit Max Tretter gesprochen. Mit ihm haben wir auch schon dieses Video da oben geführt zum Thema dürfen wir Tiere essen. Heute ging es darum, oder diesmal ging es darum, was macht Ethik im Allgemeinen? Wir besprechen das Ganze anhand des Beispiels Ferdinand von Schirach Terror. Und ich freue mich selbstverständlich auf euer Feedback in den Kommentaren. Lasst auch unbedingt einen Daumen nach oben da und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns gleich im Video. Viel Spaß! Ja, Max, wir haben uns ja aufs Du geeinigt, dass sich da unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wundern. Lass uns doch einfach mal ganz kurz damit beginnen, was genau dein Beruf ist und wie du Ethik beschreiben würdest. Ja, wer bist du? Okay. Hi, ich bin Max Tretter. Ich arbeite an der Uni Erlangen am Lehrstuhl für systematische Theologie und Ethik. Das heißt, mein Beruf hat viel mit Theologie, Ethik und allem, was irgendwie mit beiden oder im Zwischenraum zu tun hat, habe ich zu tun, genau. Und da vermittle ich einerseits den Studierenden Kenntnisse über Ethik allgemein oder spezielle Bereiche davon und forscht darüber hinaus auch noch an bestimmten aktuellen Fragen, Problemen, die in den Bereich der Ethik reinfallen. Und ja, die Frage, was Ethik ist, ganz spannend. Vielleicht könnte man es ganz einfach mal zusammenfassen als Ethik ist eine Reflexion darüber, wie wir leben und handeln wollen und wie wir an bestimmte, nennen wir es moralische Probleme herangehen. Jetzt gibt es so klassische moralische Probleme, da haben wir ja schon mal im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Wenn wir zum Beispiel Ferdinand von Schirach nehmen, Terror, gibt es ja einen Film zu, den bestimmt viele gesehen haben, ursprünglich beim ZDF ausgestrahlt. Kurz, da ist ja die Handlung grob, dass ein Soldat steht vor Gericht, weil er ein Flugzeug abgeschossen hat, das entführt wurde mit 180, 200, keine Ahnung, also mit ein paar hundert Insassen. Das entführt wurde und in einem Fußballstadion mit 70, 80.000 Zuschauern hätte gestürzt werden sollen. Und er hat das Flugzeug abgeschossen, um quasi die Zehntausenden Zuschauer zu retten und hat damit aber halt irgendwie 300 Leute das Leben genommen. Und dann sollten ja die Zuschauer des Films entscheiden, was ist das richtige Urteil? Was ist denn das richtige Urteil? Ganz pauschal kann man das jetzt nicht sagen. Und ich glaube, gerade in so einer Situation wie der von Schirach geschilderten, kann man jetzt nicht sagen, das ist das Richtige, sondern es gibt nur irgendwie verschiedene falsche Möglichkeiten. Und mit der Ethik kann man versuchen, die am wenigsten falsche herauszufinden. Aber vielleicht muss man beim Schirach-Beispiel erst nochmal so eine kleine Abgrenzung vornehmen, was Ethik denn nicht ist. Ethik ist nicht die Bestimmung darüber, ob er jetzt im juristischen Sinne schuldig ist oder nicht, sondern Ethik ist einfach nur die Frage, okay, war das, wie er gehandelt hat, irgendwie das der Situation angemessene und das am wenigsten falsche. Und vielleicht würde ich einfach mal die Rückfrage stellen, was würdet denn ihr sagen? Hat er richtig gehandelt? Hat er nicht richtig gehandelt? Und wenn ja, warum? Es ist witzig, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Also, Super. ich kann da immer schön drüber diskutieren, aber ich finde eigentlich, es ist, also zumindest für mich ist es recht eindeutig, dass er halt richtig gehandelt hat, weil die Leute im Flugzeug wären ja sowieso gestorben, ob jetzt sie mit dem Flugzeug in das Stadion geflogen wären oder ob man sie abgeschossen hätte. Die Leute sind hops, jetzt mal so blöd gesagt. Und eigentlich rettet er ja nur noch die Leute in dem Stadion. Das heißt, also ich verstehe gar nicht, irgendwie logisch ist es richtig, weil er rettet ja Leute. Ja, ich finde, es ist rein, also jein, es ist, ich verstehe die Logik dahinter, aber sie ist so ein bisschen falsch, weil es gibt ja schon diesen Grundsatz, dass im Prinzip niemand über, oder dass kein Menschenleben gegen ein anderes aufgewogen werden darf und dass das eben grundsätzlich jetzt nicht jemand sterben darf, damit jemand anders nicht stirbt. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, zum Beispiel bei einem Polizeieinsatz ist ja genau das, was unter Umständen mal passiert, wenn jetzt ein Geiselnehmer zum Beispiel erschossen wird. Aber die Sache ist, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich verstehe die Logik, die Sophia gerade vorgetragen hat, zu 100%, weil im Endeffekt werden halt super viele Leute gestorben und die 300, die abgestürzt sind, sowieso.
nur vielleicht nicht halt 80.000, sondern nur 20.000, je nachdem, wo im Stadion das Flugzeug landet, keine Ahnung. Aber andererseits hat er halt 300 Menschen getötet. Vermutlich hätte ich das Flugzeug abgeschossen, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht richtig ist. Ich weiß es nicht. Und also ich finde es cool, dass ihr jetzt unterschiedlicher Meinung seid, weil das zeigt schon irgendwie, dass die Ethik keine eindeutige Disziplin ist und nicht mit irgendwie ganz eindeutigen Methoden zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, sondern ich würde sagen, ihr habt zwei unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Sophia, du hast jetzt vielleicht so einen Kosten-Nutzen-Ansatz angelegt und hast geschaut, okay, wie viele Leute sind gestorben, wie viele Leute wurden gerettet und die eine Zahl überwiegt die andere Zahl eindeutig. Man könnte jetzt sagen, ist ein konsequenzialistischer Ansatz oder wie auch immer. Und du, Aaron, bist anders rangegangen und hast gefragt, okay, rechtfertigt der Zweck die Mittel oder tut das nicht? Und gerade wenn das Mittel irgendwie so ein radikales ist wie ja, der Abschuss eines Flugzeugs mit 300 Leuten, dann tut er das nicht. Und man könnte jetzt sagen, du hast einen eher deontologischen Ansatz gewählt und hast gefragt, ließe sich aus dem Handeln, das ich an den Tag lege, ein allgemeines Gesetz machen? Das heißt, wäre es eine gute Gesellschaft, wenn alle so handeln würden, wie ich handeln würde? Zumal rein theoretisch ist natürlich ein sehr theoretisches Ding, aber es gibt ja durchaus auch schon Leute, die Flugzeugabstürze überlebt haben. Es ist sehr passiert, aber es ist ja durchaus schon passiert. Weiß ich als derjenige, der da 300 Menschen abschießt, dass nicht vielleicht zwei davon überlebt hätten? Ja, aber das sind zwei. Ja, aber ich habe zwei Leuten das Die Leben zwei gemacht, Leute, die überleben, bringen aber halt mit dem Flugzeugabsturz ja viel mehr um. ich hab zwei Leute. Ich habe zwei Leute getötet, die vielleicht überlebt hätten. Ja, aber du hast andere Leute getötet, dadurch, dass du nichts gemacht hast, die vielleicht sonst Nee, gelebt ich hätten. habe sie nicht getötet. Es Ja, waren doch, nur, hä? Flugzeugentführer, Wenn die du auf getötet die haben. Schienen fällst und ich dir nicht helfe, habe ich dich indirekt auch umgebracht, weil ich nichts dagegen gemacht habe, dass du stirbst. Nein, das hast du Doch. nicht. Doch. Das ist jetzt ganz interessant. Wir könnten jetzt sagen, okay, und da beginnt jetzt Ethik. Ihr habt zwei verschiedene Positionen und jetzt schauen wir mal, wie können wir hier vorankommen? Und da wäre jetzt irgendwie der erste Schritt, dass wir schauen, okay, was haben wir genau für eine Situation vor uns, was für Unbekannte haben wir und dass wir da eine möglichst genaue Situationsanalyse machen. Und da kommt sowas rein wie die Frage der Unbekannten oder der Ungewissheiten, wie viele Leute wären denn tatsächlich gestorben? Woher genau wissen wir, dass die Person das tatsächlich durchführt, was sie durchführt und ähnliches? Und das wäre so die erste Aufgabe der Ethik, dass wir erstmal auf eine möglichst umfangreiche und angemessene Art und Weise die Situation analysieren, damit wir eine gute Grundlage haben, von der wir irgendwie sagen oder auf die wir uns einigen können und aufgrund derer wir dann diskutieren können. Und das nächste wären dann so, würden wir mal sagen, begriffliche Klärungen. Das war jetzt gerade ganz schön, was ihr gemacht habt, zu sagen, aber du hättest ja 80.000 Leute im Stadion umgebracht, was du gesagt hast, Sophia und du, Aaron. Nee, hätte ich nicht umgebracht, ich hätte sie allenfalls sterben lassen. Und das sind dann auch so Differenzierungen, die ethisch relevant werden, weil irgendwie ist es ja nicht das Gleiche, ob ich einen Menschen aktiv umbringe oder ob er durch das Ausbleiben einer Handlung stirbt. Und so kann die Ethik irgendwie helfen, durch immer genauere Differenzierungen eine Situation möglichst detailliert und angemessen irgendwie zu beschreiben, wahrzunehmen und uns dabei irgendwie helfen, einen Ausweg oder einen Handlungskorridor, könnte man es nennen, zu finden in all dem. Ja, das ist eben so ein bisschen der Punkt. Also ich glaube, in dem Moment, in dem, ich meine, der hatte da jetzt nicht irgendwie 3 Tage Zeit, wo er gesagt hat, ich schlafe jetzt nochmal danach drüber. In dem Moment hätte ich vermutlich genauso entschieden, weil es ist vom ersten, also vom Bauchgefühl her, ist es natürlich genau die, ist dieses Abwägen genau die richtige Entscheidung. Sterben 300 Leute oder sterben 80.300? Und da ist natürlich offensichtlich die Antwort 300. Aber jetzt mit einem gewissen Abstand und in dem ich natürlich auch nicht in der Situation bin und da hoffentlich auch nie sein werde, finde ich es halt schon nicht mehr so einfach zu sagen. Absolut. Deshalb würden wir auch sagen, Ethik ist immer eine gewisse Reflexionstheorie und Reflexion bedeutet, sie braucht auch immer Zeit und ein gewisses Maß an Abstand von der aktuellen Situation.
Und das, was in der Situation stattfindet, das ist immer so etwas Intuitives und das würden wir eher als Moral beschreiben. Das heißt, wir haben moralische Intuitionen, was wir machen würden, was wir in einer Situation als gut beschreiben würden oder nicht. Und Ethik ist dann der Schritt zurück aus der Situation und die Frage, hey, aber ist das tatsächlich so? Ist meine Intuition richtig oder müsste ich da nochmal irgendwie korrigieren, wenn ich genau drüber nachdenke? Ja, sehr ähnlich wie dieses Thema, was man im Ethikunterricht auch öfter mal bespricht, dieses Menschenleben dürfen nicht gegeneinander aufgewogen werden, was natürlich richtig ist, also klar, aber so eben, wenn man in der Situation ist, so moralisch, intuitionsmäßig, natürlich macht man das. Auch wenn es vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber ich glaube, es gibt niemanden, der von sich selbst sagen könnte, dass er da nicht auch zu tendieren würde, das halt doch zu tun. Ja. Absolut. Was sagt denn die Ethik? Also es wird ja Leute geben, die sich professioneller damit auseinandergesetzt haben, als Sophia und ich. Da wird es vermutlich auch keine übereinstimmende oder keinen Konsens geben. Aber was sagt denn die Ethik zu so einem Beispiel? Oder was sagst du zu so einem Beispiel? Also die Ethik so als Sammelbegriff, wie du gesagt hast, die kennt da irgendwie kein eindeutiges Urteil, sondern da ist immer so ein bisschen die Frage, welcher Strömung der Ethik rechne ich mich selbst zu und wie würde ich irgendwie so eine Situation analysieren? Und da gibt es Leute, die irgendwie die Lösung verfolgen, wie Sophia vorgeschlagen hat und sagen, okay, wir legen den Maßstab der Konsequenzen an und der Anzahl der geretteten Leben. Und da ist es okay, oder was heißt, okay, weniger schlimm, wenn wir ein Flugzeug abschießen, als wenn wir es abstürzen lassen. Und dann gibt es die anderen, die irgendwie eher von so einer, wie du, Aaron, so einer Kantschen Linie herkommen und sagen, okay, ein Flugzeug abschießen darf niemals, egal welche Situation, zu einer allgemeinen Regel werden und deshalb hätte das aus einer ethischen Sicht nicht passieren dürfen. Und wenn ich mich dem jetzt selber zuordnen müsste, das ist jetzt der heiße Stuhl. Ja. Dann würde ich aus einer ethischen Perspektive auch sagen, okay, das hätte nicht stattfinden dürfen, also so wie du, Aaron, muss aber gleichzeitig auch gestehen, dass in der Situation ich wahrscheinlich ähnlich gehandelt hätte. Auf jeden Fall. Und dann irgendwie, dann hätte ich die Schuld im Nachhinein auf mich nehmen müssen oder damit leben müssen. Mhm. Ja. Ja, also ist ja genau das, was ich sage. Also auch in dem Moment, in dem man dann so ein Buch liest, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich habe den Film geschaut. in dem Moment, in dem man sich dann da so mit dieser, man muss natürlich sagen, es ist natürlich auch logischerweise auf einen gewissen Unterhaltungswert ausgelegt, so ein Film. Aber in dem Moment, in dem man da dann vorm Fernseher sitzt in Jogginghose und mit Chips, sagt man natürlich, ja, der Mann hat recht und er darf nicht verurteilt werden. Und es ist natürlich auch genau das Dilemma, in dem dann so ein Richter steckt. Weil Fakt ist erstmal, auf dem Papier hat der Mann erstmal 300 Menschen getötet. Punkt. Und dann muss halt die Frage, inwiefern darf dann Richter abwägen, aber das ist dann juristischer Punkt und nicht der ethische Punkt. Ja, wie ihr gemerkt habt, haben Sophia und ich da komplett unterschiedliche Meinungen, was die Frage angeht, darf ich ein Flugzeug abschießen, dass in ein Stadion geflogen werden soll. Ich habe Nein gesagt, Max hat auch Nein gesagt, das heißt, ich finde, ich habe gewonnen. Und Sophia hat ja gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Und ja, ich freue mich sehr auf euer Feedback generell und über einen Daumen nach oben und ein Abo. Natürlich genauso, hier findet ihr noch das Video verlinkt, in dem wir darüber gesprochen haben. Dürfen wir Fleisch essen? Sollten wir vegetarisch sein? Hier findet ihr ein anderes Video verlinkt. Ich denke, hier irgendwo könnt ihr abonnieren. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.